willkommen zum fünften Teil der Alpentour. Das da drüben, meine lieben Freunde, ist der Gardasee. Ich bin jetzt 150 Kilometer in den Süden gefahren, um hier am Gardasee auf der Westseite des Gardasees entlang zu fahren und diese herrliche Aussicht zu genießen. Schade, dass die Straße nicht auf der linken Seite entlang führt, da wo diese Fußgängerbrücke ist. Alleine schon die Natur hier ist einfach noch mal viel schöner als 150 Kilometer in Richtung Norden. Diese mediterranen Hartlaubgewächse einfach wunderschön. Nachdem ich ja gestern nur rund 250 Kilometer entspannt gefahren bin, kann ich heute mal wieder so einen Gewalttrip machen. Mir gefallen ja diese Spitzen, keine Ahnung was das sind, Zypressen am besten von und diese Tannenbäume hier. Junge, ist das schön hier. Guckt euch diese Schönheit der Natur an. Da hinten, der See geht ja noch etliche Kilometer weiter, sind die Alpen einfach schon zu Ende. Und würde ich jetzt noch 200 Kilometer in die Richtung fahren, wäre ich am Meer. Das machen wir aber nicht. Das wären dann rund 800 Kilometer an einem Tag und das ist mir ehrlich gesagt etwas zu viel. Ich hatte ja auch überlegt, ein, zwei Tage noch an einem Ort bei Venedig, Jesolo nennt er sich, zu übernachten, um auch mal im Meer baden zu gehen zu können, aber das werde ich nicht machen. Oh, ist das schön hier! Ist das schön hier! Geil, ey. Ich kann mich nicht satt sehen an diesem Anblick. Auch die Architektur hat sich hier schon komplett verändert. Jetzt sieht alles so richtig mediterran aus, so südländisch. Und es ist saumäßig heiß. Es sind bestimmt über 30 Grad. Minimum. Thermometer der R7 sagt 49 Grad. So heiß wird es nicht sein. Das geht ja um einige 10 Grad nach oben falsch. Ich weiß auch gar nicht, wo das verbaut ist. Vielleicht kann man es ja irgendwie umbauen, umpositionieren, dass es eine vernünftige und realistische Temperatur anzeigt. Ey, die erste Palme! Geil! Und das hier drüben, diese Bäume hier, das müssten Olivenbäume sein. Insta360 ist auch mit am Start, weil hier vorne wird bestimmt das nochmal richtig schön. Ey, ist das hübsch hier! Hier möchte ich bleiben. Die Sonne scheint. Gut, da drüben sind Wolken, aber die werden hoffentlich nichts Böses machen. Ich weiß gar nicht, bis nach Hause werden es bestimmt 850, 900 Kilometer. Ich stelle die Kamera mal so ein bisschen schräg. Ich glaube, so ist besser, vom Winkel her. So sieht man vielleicht mehr. Da drüben sind halt einfach die Alpen zu Ende. Ich habe es einmal von Kufstein bis hier runter zum Gardasee, also einmal die Alpen durchquert. Irgendwie ein tolles Gefühl. Das auf einer 48 PS gedrosselten Yamaha YZF-R7. Ich muss sagen, das hier ist jetzt die schönste Strecke, also wirklich mit Abstand die schönste Strecke, die ich mit dem Motorrad bis jetzt zurückgelegt habe in den rund 45.000 Kilometern, die ich auf zwei Rädern schon unterwegs war in meinem Leben. Ist das hier das Schönste von allen? Alter, guck dir das an. Das ist, nee. Das ist der Wahnsinn einfach. Das ist einfach nur der blanke Wahnsinn. Ich würde mir halt gerne so ein Boot mieten und einfach einen Tag auf dem See verbringen, aber das geht leider nicht. Entschuldigt bitte meine Freizügigkeit heute. Es ist wirklich saumäßig warm heute. Nee, nicht warm, es ist heiß. Es ist wirklich heiß hier unten. Wenn ich jetzt gucke, dass es wirklich noch eine Stunde 50 bis zum nächsten Ziel sind und 90 Kilometer, uff. Eine Palme, wie schön. Was ich feststellen muss, ist, desto weiter man in Italien in den Süden kommt, desto verranster ist alles. Und desto, ich will jetzt nicht sagen ärmlicher, aber es sieht etwas ja ungepflegter aus als in Südtirol. Ich war gerade an einer übelst verransten Selbstbedienungs-Esso tanken und habe dort an den Tankautomaten mit meiner Kreditkarte bezahlt. Jedenfalls hat alles geklappt, PIN eingegeben, getankt, Quittung gezogen am Schluss. Dann kriege ich eine Benachrichtigung meiner Kreditkarten-App und musste feststellen, dass meine Kreditkarte mit 103,24 € belastet wurde. Das habe ich gestern auch schon mal gekriegt.
Und ich habe erst gedacht, scheiße, da ist irgendwas. Naja, musst du mal sehen, was auf deiner Kreditkartenabrechnung dann steht. Da das gestern und heute nach dem Tanken gekommen ist, gehe ich mal fest davon aus, dass dieser Betrag jetzt erstmal geblockt ist. Und dann ich habe für etwas um die 14 Euro getankt, dass das dann am Ende auf der Kreditkartenabrechnung draufsteht, dass das dann alles seinen Gang geht. Und wenn nicht, ja, dann muss ich dann halt Einspruch einlegen. Aber ich bin guter Dinge, dass es klappt. 54 Minuten und 38 Kilometer bis zum nächsten Ziel. Laut Regenradar soll es trocken bleiben. Hoffen wir es mal. Es gibt auch ein kleines Update zum iPhone. Es zickt immer mal wieder rum, gerade früh am Morgen. Und es taucht ab und zu auch immer mal wieder Kondenswasser in der Frontkamera auf. Also so ganz vom Tisch ist das Wasserproblem noch nicht. Es ist jetzt 13:30 Uhr. Ich habe schon 230 Kilometer abgespult und bin seit 9:30 Uhr ungefähr unterwegs. Hier so ein See. Schön. Ich habe das Gefühl, dass sich meine Handschuhe hier von Mittelfinger und Zeigefinger, dass sie sich braun verfärben, dass es ausbleicht. Ah, schon wieder ein Tunnel. Also auf dem Weg bis jetzt hierher bin ich gefühlt durch 30 Tunnel gefahren. Das ist unglaublich. Was hier an Tunneln hingeklatscht ist, in den Bergen, nee, das geht auf keine Kuhhaut. Alter, ich fahre hier einfach in die Wolken rein. Ich bin vielleicht 100 Meter unter den Wolken. Ist das krank. Es regnet zwar etwas, aber das können wir verschmerzen. Wie das hier wohl aussieht, wenn die Sonne scheint und keine Wolke am Himmel ist, das sieht das bestimmt richtig krank aus. Ey, voll in den Wolken drinne. Ist das krank. Wie hoch mag ich wohl sein? 2.500 Meter. Also hier wird es jetzt richtig spooky. Zum Glück habe ich hier mein Navi, dass ich sehe, wie die Straße, Alter. Nein. Wow. Krank. Die Gebäude werde ich nicht reingehen. Keine Ahnung, ob da was Interessantes zu finden ist. Die werden wahrscheinlich alle leer sein. Wehe, sagt nur mal jemand, dass man mit einer Supersportler keine Schotterpisten fahren kann. Das geht schon. Die Aussicht auf diesen kleinen See dort und hier auf diesen Bergkamm, das entschädigt so ein bisschen. Ich bin ja mal gespannt, wie lange das hier geht. Ich fürchte 8 Kilometer. Eine Schotterpiste hat mir jetzt gerade so recht den letzten Nerv geraubt und den ganzen Zauber dieser Tagestour zunichte gemacht. Der Sauberkeitszustand der E7 ist aktuell unter aller Sau. Das zeige ich besser nicht. Ich habe jetzt noch 190 Kilometer bis zum Hotel. Junge, Junge. Ankommen soll ich 19 Uhr. Also bei dieser Eierei hier weiß ich ja nicht. Boah, 7,80 Euro, Alter, ihr seid doch nicht ganz sauber in der Birne. Ich bin wieder zurück in meiner Heimat auf Zeit. Bin heute über 500 Kilometer gefahren. Ja, also das war heute wirklich eine Riesenausfahrt. Das war die längste des gesamten Urlaubs. Was ich morgen mache, weiß ich noch nicht. Also ich habe zwei Ziele im Kopf, die ich anfahren möchte. Ich bin mir aber noch nicht sicher, für welches der beiden Ziele ich mich entscheiden werde. Das mit der Schotterstraße war nicht geplant und nicht gewollt. Das hätte man auch vermeiden können, indem man die andere Richtung gefahren wäre und nicht aufs Navi gehörte. Da, gut,
Schwamm drüber ist halt jetzt so. Des Weiteren ist mir noch ein kleines Missgeschick heute passiert. Und zwar habe ich meine Drohne flugunfähig gemacht. Die muss ich zu Hause fixen. Dann sollte die hoffentlich wieder gehen und alles ist wieder in Ordnung. Ich denke gerade immer noch an die Aussicht, die man am Gardasee hatte. So, das soll es gewesen sein für heute mit Teil Nummer 5 der Alpentour. Alle die, die jetzt noch nicht abgeschaltet haben, legt euch schon mal Taschentücher bereit, denn die Folgen der Alpentour neigen sich dem Ende. Bis zum nächsten Teil in einer Woche, wieder um 16 Uhr. Macht es gut, auf Wiedersehen.